Shalom Aleichem. Dem 26. Januar 1888 in Brisk Delite ist geboren geworden der Prosaiker, Dichter und Essayist Menachem Boreisho. Sein Numen von Dreim ist gewesen Goldberg. Wie ein Schreiber hat er sich beim Munib intergeschrieben Menachem, aber später erreber auf sein Mames Numen Boreisho. Sie liebt seine Kränklichkeit in der frühen Kindheit. Ist er in Cheder nicht gegangen, nur gelernt sich bei seinen Taten und dennoch in der russischen städtischen Schule. In 1905 kommt er in Warsche und besucht Peretzen mit einem Heft Lieder. Etliche von sie hat Peretz aufgedrückt in der Weg. In Warsche wird Menachem ein ständiger Mitarbeiter von der Tuk-Zeitung Heint und das jüdische Wocheblatt, wo er direkt Artikel wegen Theater und Feuilletonen. In 1914, in der Zeit von der ersten anti-jüdischen Boykottbewegung in Polen, hat Menachem umgeschrieben sein Poem Polen, wo er bringt zum Ausdruck die verbitterte Gefühle von dem Machaber gegen den britisch-antisemitischen Polen. Beim Ausbruch von der Ersten Weltmalchume verlässt er Europa und kommt in Amerika. Eine gewisse Zeit gearbeitet in der Zeitung Tug und andere Ausgaben. Zusammen mit Moshe Leib Halpern lässt er Reus dem Sammelbuch East Broadway. Er schreibt Lieder, Erzählungen, Abhandlungen wegen Theater. In den 20er wird er der Haupt von der jüdischen Presseabteilung beim Joint. In Neptun unterschreiben seine Werk mit Numen Boreisho. Zu jenen Jahren gehören seine Werk Savl Rimer, der Gilgel und andere. Wie ein Mitarbeiter von der kommunistischen Freiheit verlässt er die Redaktion zulieb die pro-arabische Abschätzungen, was die Zeitung hat gegeben mit Koyach dem antisemitischen Pogrom in Palästina in 1929. Auf die 30er Jahren fällt uns der Evbli von seiner schafferischer und journalistischer Tätigkeit. Er arbeitet wie ein Lehrer in Boston und in 1933 bekommt er eine stabile Stelle in dem Amerikaner-Jüdischen Kongress bis im Jahr 1947. Nachdem kehrt er sich wiederum in Tog, wo er hat ungeheben seine Karriere in Amerika. Dem 12. Februar 1949 ist Menachem Boreisho gestorben in New York, im Alter von 69 Jahren. In der Jurarim, in dem Verlag Matunis, ist erschienen sein Buch Durch Deures mit seinem letzten, zumal nicht verendigten Werk.